Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin das Brot des Lebens. Wusstest du das? Nee? Hört sich auch komisch an, ne? Wenn ein Mensch das zu dir sagt, wenn du kommst und jemand sagt dir Hallo und dann sagt er, du, ich bin das Brot des Lebens. Voll untypisch. Du würdest erstmal dich umdrehen und sagen, ist alles in Ordnung mit dir? Genau, aber tatsächlich gab es einen Mensch, der aber auch Gott war, der so viele Aussagen über sich gemacht hatte und einige davon hatten wir die letzten Sonntage beleuchtet und diesen Sonntag soll es damit mit dieser Themenreihe zu Ende sein und wir wollen zum letzten Punkt kommen, zu der Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben, was Jesus gesagt hatte. Echt krass, Jesus wird damit nicht gemeint haben, irgendwas, was uns in unserem materiellen Leben hilft, sondern meint Jesus vielleicht etwas anderes? Meint Jesus vielleicht, dass wir aus Geist, Seele und Körper bestehen und möchte in unsere Seele hinein, in unseren Geist hineinreden und uns da was mit auf den Weg geben? Ich kann von mir vielleicht behaupten, ich bin cool, ich bin gebildet, ich bin reich, aber mehr nicht. Ich kann damit teilweise Leuten helfen, aber nicht in ihrer Psyche, in ihrem Geist. Ja, und die letzte Aussage, die wir heute beleuchten und am Sonntag vertiefen möchten, das lesen wir in Johannes im 11. Kapitel im 25. Vers. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Diese Frage stellt Jesus damals und diese Frage klingt bis heute in unsere Zeit hinein. Glaubst du das? Jesus gibt so ein Angebot. Jesus sagt, ich bin derjenige, ich bin derjenige, ich bin derjenige. Und heute, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Paulus sagt an die Gemeinde in Philippi, sagt er, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Abhängig von dem, ob ich das glaube oder nicht. Die entscheidende Frage, glaub ich das, glaubst du das? Sei gesegnet.